Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. So, wir sind hier noch irgendwo im Nirgendwo. Ja, wir haben gerade die Mission mit Panam, haben wir gerade gebacken bekommen. Deswegen stehen da auch noch die ganzen Autos. Das haben wir in der letzten Folge ja schon alles schön lecker. Na gut, das hier nicht, das ist ja bereits schon angemalt. Naja, ist egal, ihr wart ja dabei. Also ihr wisst ja, was wir gemacht haben in der letzten Folge. Ja, dass wir da die Mission für Panam gemacht haben. Wir schauen jetzt mal, was wir jetzt durchziehen. Ich hatte in der Zwischenzeit mich mit dem Cookie unterhalten. Wir haben eine Folge 7 Days to Die aufgenommen. Und da hatten wir auch über diese Mission hier gesprochen. Hanako im Ambers, die kennt er persönlich noch nicht. Ich ja auch nicht. Aber er hatte mir auch zurückgespiegelt, dass das tatsächlich wohl, eventuell wohl die letzte Mission tatsächlich ist. Deswegen werde ich die jetzt erstmal noch nicht angehen. Ich werde erstmal so noch ein paar Missionen machen aus Interesse. Also die Judy-Mission würde ich ganz gerne noch zu Ende machen. Die Panam-Mission würde ich ganz gerne noch zu Ende machen. Dass wir da so auf dem Level sind. Und natürlich die mit Rogue. Die auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir danach... Ich kriege jetzt gerade wieder schon Zustände hier. Wahrscheinlich, weil das Spiel sagt... Nee. Ist das random? Oder... keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und wie gesagt, dann könnte es natürlich sein, dass diese Mission mit Hanako im Embers... dass das die letzte Mission ist. Ich weiß nun nicht, ob man nach der letzten Mission dann auch die ganzen anderen Nebenmissionen und Aufträge weiterspielen kann. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Alles andere wäre traurig, aber ich hätte das ganz gerne so ein bisschen so in dieser Reihenfolge. Ja, dass wir wirklich dann tatsächlich auch die Mission mit Hanako, dass das wirklich so dieses Finale ist. Na? Ich muss sowieso mal gucken, ich bin noch nicht so ganz so sicher. Ich denke mal, ich werde das Let's Play von Cyberpunk tatsächlich auch nur bis zu dem Zeitpunkt spielen. Also wir nehmen dann die Mission von Hanako... nehmen wir dann eher so als Staffelfinale beziehungsweise als Serienfinale und dann müssen wir mal gucken. Ja? Müssen wir mal sehen. Keine Ahnung. So. Was soll das? Was soll das? Weiß ich nicht, was das soll, ja? Weil ich doch denke, dass du die ganzen neben... Alter, wie das aussieht bei so einem kleinen Kind, ne? Weil das ist doch ein bisschen... es wird einfach wahnsinnig lange dauern. Stell dir mal vor, wir werden jetzt die ganze Nebenmission zocken. Dann würde ich das eher mal für mich privat mal weiter zocken und vielleicht auch mal mit anderen Charakteren spielen und auch vielleicht mal andere Wege spielen, weil es gibt ja anscheinend so viele Enden und so viele Begebenheiten und Routen, die man halt in seiner Story erleben kann, dass man das Spiel durchaus schon zwei, dreimal und weiß der Geier, wie oft einmal durchspielen kann. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken erstmal, was wir jetzt für Missionen spielen. Queen of the Highway. Achso, verlasse das Lager und warte, bis der Basilisk frei ist. Okay. Oh, warte mal, dann verlassen wir erstmal das Gelände. Vielleicht kommt da noch was nach. Nicht, dass wir jetzt abhauen, dann müssen wir dann gleich nochmal wieder herkommen. Das macht ja auch keinen Sinn. Queen of the Highway. Ich laufe einfach mal ein bisschen raus. Können wir mal ein bisschen gucken hier. Kann auch sein, dass wir jetzt mal zurückspringen müssen. Weißt du was? Wir machen es ganz einfach. Ich laufe nochmal zurück. Ich laufe nochmal zurück und dann spawne ich in die Stadt und ansonsten spawne ich danach nochmal wieder her. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja der Vorteil, wenn man direkt ins Lager spawnen kann. Nur bevor wir da jetzt ganz groß gucken oder wir machen erstmal eine andere Mission. Was haben wir hier? Ruf den Bums an. Begib dich zu Judys Apartment am Abend. Das haben wir noch nicht. Treff dich mit Rook am Afterlife. Ich glaube, da können wir uns... Ich glaube, dann gönnen wir uns das mal. Am Abend Ryut. Dann machen wir das hier. Chippin' in. Dann machen wir das. Dann kriegen wir nämlich dann gleich die Mission angezeigt und spawnen mich dann da gleich rüber. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Guck mal, wo wir ganz hin müssen. Gibt es da nichts in der Nähe? Doch, ich wollte schon sagen. Als wenn es hier keinen Spawnpunkt gäbe. So. Mission verfolgen ja nicht nur das, sondern ich möchte auch die Schnellreise machen. Dann machen wir das so, das ist, glaube ich, einfacher. Und ich denke mal, das sind auch die relevanten Sachen. Es gibt hier garantiert noch Nebenmissionen, die halt richtig spaßig sind und die man sich ganz gerne mal angucken kann. Aber ich glaube, dass auch viele eben Cyberpunk eben auch ganz gerne selber erleben. Deswegen ist es vielleicht nicht so interessant, wenn wir wirklich jede einzelne Nebenmission durchzocken. Das müssen wir mal gucken, machen wir nach Lust und Laune. Vielleicht hänge ich das doch nochmal hinten dran an die Hanako.
Mission, also ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch recht. Wen haben wir denn da? Na, müssen wir mal sehen, was wir haben. Lass uns überraschen. Ihr seid immer wieder hübsch anzusehen, Mädels. Außer du vielleicht, nur mit deinem komischen Bein. Das sieht schon ein bisschen weird aus, weil, naja. Gut. Gehen wir mal zu Rock. Hey, wie? Claire. Kann ich dir was sagen? Willst du über mein Angebot reden? Nee, noch nicht so. Nee. Hat er auch was für zu wenig Infos gegeben? Kleine Details, die das Feuer Ausrüstung haben, aber nicht wie vielen. Oder Henry. Er hilft uns. Was ist das denn? Wirkt schon. Hey, wie? Scham ist unser. Also, was ist das? Ich dachte, das ist ein komischer Kerl. Bereit? Wir reden unterwegs. Ja. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Job. Wheeland? Von den Wheelands? Wenn ich mit dem Kopf voran in die Scheiße spreche. Du hast bestimmt von Andrew Boa Boa gehört. Wie jeder in dieser Stadt. Schön. Nur hab ich nicht die Ambitionen meines Vaters. Damit ich länger lebe als er. Geht's jetzt los? Kommst du mit? Nein, mein Part ist erledigt. Willst du den Smasher nicht auch tot sehen? Klar doch, aber nicht aus der Nähe. Der Bastard hat die Angewohnheit, von den Toten zurückzukommen. Das befürchte ich auch. Echte Bastarde finden immer einen Weg. Ja, ich glaube auch. Ich muss noch was erledigen. Beeil dich aber. Auf geht's. Gehen wir. Ich hab noch was zu erledigen, so fertig. Viel Glück. Nee, ich dachte, das wär ein Kerl gewesen. Deswegen habe ich mich das so gewundert. Was, ein Kerl im Badeanzug? Das sah mir im ersten Moment erstmal so ein bisschen weird aus. Kann ich dir was bringen? Nein. Danke. Sag mal. Dahinter. Muss man sagen, muss man mal zugestehen, aber das ist auch nicht. Kommst du später wieder? Vielleicht. Weiß nicht. Warte. Erstmal überleben wir das Ganze erstmal, ne? Dann können wir weiterreden. Wie genau hat dir Wheeland geholfen? Er hat dafür gesorgt, dass wir Grayson zu Hause antreffen. Wir wissen also, wo er ist. Interessant. Tja, aber vielleicht ist er auch gewarnt jetzt, also der Smasher. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Nicht, dass er schon in seinem Poweranzug drin hockt und dann ist aber Alarm. So, ist das deine Möhre? Soll ich da einsteigen oder wie sieht's aus? Ich hab da was für dich. Oh, geil. Sieh sie an. Oh, cool. Geil. Gehörte die Johnny? Eine Replik. Maßgeschneidert. Oh, voll geil. Die ist sicher vor Jahren zu Staub zerfallen. Danke. Danke. Ey, ich finde das voll geil. Steig ein. Ja, warte mal kurz. Moment. Moment, ich muss mir das erstmal angucken. Ja, wie geil ist das denn bitte? Oh, wir haben gar keine Maske auf. Machen wir keine Maske auf? Warte mal, ich gucke mal eben Kopie von Johnnys Samurai-Jacke. Was hat die, für Mods? 94,3. Guck mal, was für ein Unterschied ist das? 94,3 wird die Tragekapazität um 7. Achso, weil wir hier die Mods drauf haben. 95,6 ist tatsächlich noch besser. Okay. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum die Maske nicht mehr drin ist. Neu. Vergoldete Polymer-Biker-Brille erhöht die Panzerung um 13,755. 13,75 hätte auch gereicht. Erhöht den kritischen Schaden um 30. Oh, lecker. Wir sehen auch echt aus wie der letzte Brille, echt. Das ist so geil. Okay. Dann haben wir hier das. Wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht was Besseres haben. 91,9. Ja. Was ist das denn? 81? 85? Gut, ist natürlich die legendäre Mod drauf, ne? Müssen wir gucken. Aber wir haben hier plus 5 Tragekapazität. 91,9. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal höhere Panzerung. Das auf jeden Fall. Cool. Neu, was haben wir hier? Kleidungssets? Ja, gut, ich weiß nicht, ob wir damit was wichtig ist. So, was haben wir hier? 29,4. 48,3. Mit legendärer Mod drauf.
Erhöht die kritische Trefferchance. Machen wir mal. Ey, da, nein, warum muss sie dann so hässlich aussehen? Aber wir tun es nur für die Werte. Wir tun es nur für die Werte. So. Das sieht so komisch aus. Stell mal vor, so, selbst wenn du in der Zukunft bist, selbst wenn du in der Zukunft bist und stell mir vor, so einer kommt dir entgegen. Oh Gott, Panzerung 445, das ist schon mal ganz geil. Ja, Katana haben wir dabei. Wir haben die Maschinenpistole dabei. Und natürlich unser Sturmgewehr, unser Lieblings. Sniper, ja. Oh, ich gucke mir das besser nicht an. So, wir gucken Charakter nochmal. Reflexe, Handfeuerwaffen, Athletik, Vernichtung, Straßenschlägerei. Ich will mal wissen, wofür das hier ist. Ob das nochmal irgendwie halten, kaufen. Können wir da was investieren? Nee, können wir nicht. Da kommt da nochmal was zu, weiß ich nicht. So, Breach-Protokoll, Handfeuerwaffen, Athletik. Ich glaube, ich werde nochmal ein bisschen hier nochmal investieren. Ich investiere hier nochmal ein bisschen. Dann gehen wir in Gewehre. Wie viele Punkte haben wir? Ein Punkt. Um 10, die in Bewegung sind. Während aus der Deckung schießt. Okay, machen wir das. Machen wir das nochmal auf Max. Okay. Gut. Endlich siehst du nach was aus. Tja, Johnny. Deine Zeit ist vorbei, mein Freund. So leid, wie es mir auch tut. So. Was hat Johnny über mich erzählt? Deine Karalle. Ihr beide redet doch dauernd. Weißt du was, Grayson? Er meinte, du bist die Beste. Er sagte, du bist die Beste. Schon immer. Ich gelogen. Die Beste. Schade, dass das seinen Preis hat. Tja. Sicher, dass du das machen willst? Komisch, dass du Smasher nicht früher begegnet bist. Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Willst du das echt machen? Wieso? Kriegst du kalte Füße? Nein, ich doch nicht. Ich will nur nicht, dass Johnny dich einlullt. Er ist besessen von Adam Smasher, nicht du. Findest du? Ich will nur Fair Play. Schon komisch, dass du Smasher nicht früher begegnet bist. Hier und da ist sein Name gefallen. Und du hast nie versucht, ihn zu finden? Hör zu, Vee. Dass Johnny zurück ist, ändert gewisse Dinge. Okay, klar. Er hat zurück, ne? Ich weiß das. Dann kommen wir wohl später drauf zurück. Was für eine geile Karre. Das Einzige, was mich immer nur so stört bei dem Design, ist, dass es so wahnsinnig groß aussieht. Ja, so die ganzen Knöpfe, auch das Radio, das sieht danach aus, als wenn das immer noch ein Kassettendeck ist. Ja, also da hat zwar ein futuristisches Aussehen, aber weiß ich nicht. Ich glaube, so sieht unsere Zukunft nicht aus. Und der Wagen macht an sich auch so eine wahnsinnig große, so einen wahnsinnig großen Eindruck. So die ganzen Armaturen generell und so die ganzen, ne? Oh, die Hose, ne? Die Hose. Wahrscheinlich werden sich die Gegner erstmal halb tot lachen. Das ist wahrscheinlich der einzige Effekt, den die Hose haben wird. Na gut, wir springen mal hin. Weil Rogue hat nichts zu sagen, wir haben nichts zu sagen. So, weiter kommen wir nicht. Könnte unser Glückstag sein. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder wir gehen so richtig kaputt. Irgendwo sein. So, ich würde ja schon mal ganz gerne rausgehen, ne? Wie lautet der Plan überhaupt? Wie lautet der Plan? Wayland hat Grayson irgendwo bei den Docks gesehen. Mit jemandem. Smasher. Mit jemandem. Das hoffe ich. Zuerst müssen wir zum Maelstrom Datenterminal. Okay. Da gibt's bestimmt Infos über Smasher. Ja. Da drüben. Hauptlagerhaus. Okay. Woher weißt du, wo ihr Datenterminal ist? Hab den Kauf selbst arrangiert. Athena D3, externe Datenbank. Okay. Wusste nicht, dass du für Maelstrom arbeitest. Ich mache alles, wenn die Bedingungen stimmen. Hab die letzten 50 Jahre viel verpasst. Ja, ich habe aber auch gerade so ein bisschen... Zu viele Ratten überall. Lass uns warten, bis es dunkel ist. Was machen wir bis dahin?
Vielleicht lassen Smasher oder Grayson sich sehen. Vielleicht, würde aber nicht drauf wetten. Bei Tageslicht kommen die nicht raus. Okay. So viel dazu. Okay, dunkler Achso. wird's nicht. Und drauf an. Okay. Eigentlich ist das so die perfekte Best Zeit. An die Docks. Du sicherst mich. Na los, gehen wir. Sie ist nervös. Gib mir Deckung, sicherheitshalber. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Einmal Sekunde. Ich muss einmal kurz gucken. Das ist das Katana. Dann haben wir MP. Also wir haben tatsächlich jetzt 4 Waffen dabei. Das finde ich aber nice. Das finde ich ja lecker. So. Ja gut, ich gehe mal hier vorne lang. So die Route, die sie marschiert ist. Weil das, was ich schade finde, ist zum Beispiel, dass wir hier einen Schalldämpfer haben und wir davon nicht so richtig profitieren. Das finde ich tatsächlich schade. Ich bring's grad gar nicht. Das wird... Kriegst du die auf? Ja, krieg ich garantiert auf, oder? Okay. Leise jetzt. Ja, ja. Irgendwie werde ich es schon verreißen, keine Sorge. Siehst du sie? Wir müssen zum Datenterminal. Ja, vielleicht sollten wir die Kameras mal ausschalten. Vielleicht können wir die weghacken. Warte mal, ich versuche die mal zu hacken. Breach-Protokoll 1C, E91C. 1C. Beides installiert. Fertig. So. Kameras sind deaktiviert. Na, muss ein bisschen aufpassen bei ihr da unten. Da werden wir vorher nochmal scannen sollen. Kriegen wir die kaputt, die Tante? Ah, hier steht auch noch jemand. Ah, vorsichtig. Metern. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Wo ist sie eigentlich? Ich wollte schon sagen, nicht, dass sie mich davon dann erstehen lässt. Aber die markiere ich mir mal. Kommen wir da irgendwo lang? Ich weiß zwar nicht, was ich da gerade gemacht habe, aber ich habe irgendwie Dinge getan. Und der guckt dahin. Hm. Wer? Nee, der ist bei seinen Ahnen. Was? Ja, und so, was ich geh mal hier durch die Mitte. Weiß noch nicht, ich meine, rein vielleicht noch gerade so, aber ob wir auch locker wieder rauskommen, ist die Frage. Okay. Vorsicht! Ja, ja, ja. Bin ja schon fast da. Bleib in Deckung. Ja. Oh, gute Nacht. Ah, hier nehme ich nämlich ganz gerne ein bisschen Munition mit für den Fall der Fälle. Soll noch ein bisschen Munition mitnehmen, Rook? Vorsichtshalber, ich sag's ja noch. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe keine Munition mehr.
So, hier sollen wir offiziell auch rein, wie es aussieht. Ja. Was zum Einsammeln? Oh ja, ach hier, hier was Blaues. Ist ja noch was zum Einsammeln. Laufe ich jetzt mal direkt dran vorbei. Okay. Scanne es. Vielleicht finden wir was. Ja, Moment. Ich würde erstmal. Ja. Sie weiß genau, wo er ist. Hält dich nur hin. Ich sag ja, sie hat immer noch Angst vor ihm. Schwachsinn. Du musst das nicht allein machen. Das wird klappen. Natürlich. Ja, aber wenn sie uns hinhält, ist ja die Frage nicht, dass sie uns noch verarscht. Darauf habe ich gar keinen Bock. Da habe ich keinen Bock drauf. Also, nett. Dateien 2. Erhalten. Zustellung Seppo von Skinny. Von Kinney. Ah, Transport. Ich frage einfach mal, weil sie wissen wollen, ob wir regelmäßige Lieferungen garantieren und uns von den Bullen und der Scheißkonkurrenz bedeckt halten können. Sag ihnen, wir gehen nicht runter, dass unsere Lieferkette. Sag ihn, Fracht, bla 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 bla. Ich suche irgendwie Maelström. Nachrichten. Smasher, von Smasher. Sie verstecken sich scheinbar auf dem Schiff. Ah, Smasher. Guck mal hier, okay. Von Smasher. Mal sehen, was wir finden. Ich habe diesen Pennern gesagt, sie sollen dir nicht im Weg sein und sich von dem Transporter fernhalten. Ah, ist ja gut, was denn? Drüben rechts. Da sollen wir hin. Gewaltsam öffnen. Ja, da stehen direkt Leute. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Jetzt bin ich die Leiche. Da ist sie. Die Ibunike. Sieht hinüber aus. Ah. Das Innenleben ist noch schlimmer. Gehen wir. So, einmal. Zweimal. Heilige Scheiße! Was ist da? Scheiße. Wir gehen zum Maelstrom. Da ist das Nachhinein. Da. Ganz gut. Bist ja doch sowas zu gebrauchen. Ja, manchmal. Außer jetzt gerade. Das war natürlich gerade so doll gespielt. Ich hätte nicht rumstiefeln sollen, den Bescheuerter. So, schnell rauf aufs Schiff. Du bist hier, ich weiß. Schwer zu glauben. Suchen wir das denn? Ja. Okay. Vorsicht. Warum tust du das, was eigentlich? Ich hab noch eine Rechnung auf. Johnny, rechnen. Los, weiter! Ich will mich jetzt mal ein bisschen verstecken. So. Das ist natürlich scheiße jetzt. So gebietfeindlich, aber wir sind, glaube ich, safe jetzt gerade, ne? Wir sind erstmal safe. So. Feindlicher Bereich, das ist mir klar. Das ist schon ganz ein feindlicher Bereich. So leicht aufgegeben haben, ne? Oh, interessant. Jetzt weiß ich, wer Kantau überfallen hat. Ziemlich professionell. Sicher, dass es genau diese Ware war? 679275, PN1H. Hab selbst drei Crews losgeschickt, um die zu finden. Die ganze Stadt hat danach gesucht. Yep, echt großartig. Gehen wir jetzt endlich mal den Bösen suchen? Ja, wir sind noch dabei.
Oh, ich dachte schon. Los, los! Mist. Grayson. Nein, das nicht. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Moin. Malorian 3516. Eindeutig. Hier kenne ich unter Tausend. Oh, moin. Auf die Dinger! Komm doch her! Ja, nee. Nicht mal leid. Mist. Schon wieder einfach in die Falle reingelaufen. Ich dachte, den kriegen wir hier vorne mal eben. Aber es war mir wieder nicht vergönnt. Aber Gebiet feindlich, wir sind wieder außerhalb. Wo? Wer hat uns gesehen? Wer? Wer hat uns gesehen? Da hinten steht, glaube ich, einer, ne? Nee. Da ist, glaube ich, nur ein Poster oder sowas. Hä, wo haben sie uns da gesehen? Grayson, ah. Nicht, dass er eine Falle ist. Bitte nicht. Nimm die Waffe. Schön langsam, oder ich durchsieb dich. Grayson. Nein. Echt jetzt, Rogue? Sind wir zwar nicht mehr auf derselben Seite? Sollte mich nicht überraschen. Du fällst deinen Verbündeten ja öfters mal in den Rücken. Wo ist Smasher? Ich an einer Stelle würde jetzt reden. Kennt ihr zwei euch? Ich könnte dir den Schädel zertrümmern, weißt du? Hallo, du könntest immer noch reden. Zumindest für eine Weile. Ich rede doch gern mit dir. Na, bist du dir sicher? Hast du dich nie gefragt, wie Rogue nach dem Angriff überlebt hat? Warum niemand sie zur Strecke gebracht hat? Die einzige Überlebende von dem Atlantis-Abschaum? Ich frag mich das nämlich, was sie für so viel Einfluss alles machen musste. Ja. Wem sie das Arschloch geleckt oder die Fotze gefingert hat. Hm. Was labert der da? Der will dich nur verwirren. Meint, er kann sich aus der Sache rauswinden. Wo ist Smasher jetzt? Bei den Arasakas. Aber das weißt du sicher schon. Wann kommt er wieder? Nie. Der gute alte Adam ist dort jetzt Sicherheitschef. Na toll. In dieses Rattenloch kommt er nie zurück. Bin nur noch hier, um alles abzuwickeln. Scheiße. Allerdings... So weit hoch kommt ihr nie im Leben. Ihr kommt nicht an ihn ran. Ja, das werden wir sehen. Aber macht euch nichts draus. Er findet euch. Der erledigt solche Sachen gern persönlich. Du wirst uns zu Smasher führen, mein Freund. Du Wichser wirst uns zu Smasher führen. Selbst wenn ich das wollte. Er vertraut mir nicht. Warum interessiert ihr euch überhaupt für Smasher? Tue ich nicht. Sondern für Silverhands. Was mit ihm passiert ist. Johnny Silverhand? Was willst du denn wissen? Du hattest Silverhands Waffe. Du auch ein Fan? Hat Smasher sie dir gegeben? Als Belohnung für einen besonderen Job. Oh. Okay. Hat Smasher dir gesagt, was er mit Silverhands Leiche gemacht hat? Stehst auf ihn, hä? Willst den Wichser ausgraben? Oder willst du hören, wie er in seiner eigenen Pisse krepiert ist? Frittiert von Soulkiller? Was haben sie mit ihm gemacht? Badlands. Bei den Ölfeldern. Dort liegt er. Nimm die 101 nach Norden, dann fahr zur Deponie. Wenn du tief genug gräbst, findest du vielleicht seinen Silberbraten. Mach den Fucker fertig. Erledigen wir das endlich. Bei der Schmeißfliege kriege ich das Kotzen. Nein, wartet. Ich hab da noch was. Silverhand, den magst du doch, oder? Hab da noch was. Na.
Heute ist dein Glückstag. Wirst du etwa weich wie... Ich will's aber hören. Das, was ich meinte, ist in dem Container. Auf dem Goliath da. Was ist da drin? Wirst schon sehen. Hab die Zugangskarte hier. Nimm! Gott verdammt! Totale Zeitverschwendung, die ganze Sache. Keine Spur. Kein Nichts. Fuck, weh. Sag ihr. Johnny sagt, du kriegst ihn noch. Ach ja? Dann sag ihm... Fuck. Ich kann nicht mal richtig mit ihm reden. Smasher... Oh, fuck. Du verstehst es nicht. Es geht nicht um Smasher. Er ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Und selbst wenn wir ihn kriegen, was haben wir davon? Das war's für mich. Ich bin weg. Gar nicht neugierig? Ich bin weg, Vee. Lass sie einfach, Vee. Sie fängt sich schon wieder. Aber bis dahin ist sie lieber allein. Okay, das verstehe ich. Wir müssen den irgendwie runterkriegen. Wenn da was von mir drin ist, will ich's zurück. Okay, ich suche die Steuertafel. Kann auch da hochkraxeln oder ist es was anderes? Ah, ich senke den Kran, hier ist ja wahrscheinlich die Steuerung dafür. Alles klar, jetzt weiß ich auch, was gemeint ist. Oder auch nicht. Einschalten. Da ist es. Okay, und wie komme ich da runter? Bin mal echt gespannt, was da drin ist. Also ich muss unbedingt wissen, was da drin ist. Weil, wozu nicht? Nicht, dass es eine... Ich habe so das Gefühl, dass auch Rogue eigentlich wesentlich mehr weiß. Wesentlich mehr weiß. Und... Naja, vielleicht ist das eine unbequeme Wahrheit. Okay. Oh, okay. Hate your meat? Bin echt gespannt, was da drin ist. Fuck. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Sein Auto, war? Wetten, dass es sein Auto ist? Huh? Sehen, was wir hier haben. Auto. Auto oder Motorrad? Eins von beiden. Ich würde dann auf dem Auto schätzen. Ja. Nimm die Plane runter. Okay. Mein Auto. Spring rein. Ich lass dich sogar ansteuern. Ja, was, hast du keine andere Wahl? Du musst mich ja fahren lassen. Heilige Mutter Gottes. Okay, jetzt würde ich gern wissen, wo die Wichser mich abgeladen haben. Ja, das können wir gerne machen. Begib dich zu den Ölfällen. Okay, dann fahren wir mal hin. Ich wusste gar nicht, dass das zwischen dir und Rogue so ernst war. Tod ernst. Wenn wir uns getroffen haben, ist immer irgendwer krepiert. Ach so, naja. Überaus romantisch. Klingt jedenfalls nach dir. Irgendwas war damals immer. Sie hatte Gigs, ich hatte Gigs. Musik in meinem Fall. Sowas wie Alltag gab's nicht. Obwohl, einmal wollte ich mit ihr ins Kino. Und? Wurde nichts draus. Wie immer. Fahren wir jetzt mal einen fetten Porsche. Wies, nicht, naja, Wies, jetzt ist es schon ein Wies Porsche. Aber Silverhands Porsche, Johnnys Porsche. Lecker, 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 lecker. Ja, kannst mich anhupen, wie du willst. Zu den Badlands. Aber der, das ist bockig. Schlimmer als ich dachte.
irgendwo auf der Deponie, weißt du? Okay, muss hier irgendwo sein. Ja, da vorne, wo es markiert ist. Und da ist noch eine Tarotkarte. Ich kann nicht glauben, dass sie so weit rausgefahren sind. Besser als der Schrottplatz, wo ich gelandet bin. Na, warte mal, ich will mal jetzt kurz gucken. Ich will mal schauen, wo hier eine Tarotkarte ist. Das ist es also. Was ist die Tarotkarte? Wir gucken gleich. Nichts. Ja, wir gucken gleich. Hey, war nicht eben noch hinter der Tarotkarte hier? Ach, da oben. Der Gehängte. Ah, das passt ja irgendwie. Guck mal gleich. Wir gucken gleich. Grabstein? Blumen? Nein. Weiß nicht. Eine Markierung? Etwas. Steht da irgendwas? Irgendwas. No Future steht da. Du willst leere symbolische Gesten? Scheinbar schon. Dachte, ich würde eine Art Ende fühlen. Als würde ich den alten Silverhand verabschieden und den neuen begrüßen. Und was fühlst du? Als hätte es mich nie gegeben. Als wäre ich noch in Mikoshi. Dann mache ich das eben. Jetzt besser? Ein bisschen. Aber wäre das mein echtes Grab? Was würdest du schreiben? Hier liegt Johnny Silverhand. Legende von Night City. Klingt gut, aber was heißt das schon? Tja, tot ist tot, ne? Da kann so viel Legende sein, wie du willst. Gesicht ein Chip in Händen entgegenzuschmettern? Was ist denn los mit dir? Wo bleibt Johnny? Ich bin der größte Silverhand. Ich erkenne dich nicht wieder. Vielleicht bin ich es nur leid, mir was vorzumachen. Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Scheiße gebaut. Leute enttäuscht oder ausgenutzt, und zwar alle, die mir je vertraut haben. Bastard auf dem Ego-Trip eben. Aber eins habe ich diesmal geschafft. Was wir haben, nicht zu versauen. War nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe. Rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag. Ja. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. 80%. Anfangs warst du echt ein Riesenarsch. Hattest es wohl verdient. Hm. Weißt du noch, als du bei Vic aufgewacht bist? Ich sehe Geister, ich habe Angst. Und dann hast du Misty angefleht, dass du nicht sterben willst. Ich weiß noch, dass du mal nachts um Kippen gebettelt und gejammert hast, dass du mich nicht umbringen kannst. Dachte nie, dass wir es so lange aushalten. Ah, du hast Freunde enttäuscht. Hast du immer noch das Gefühl, du kriegst keine Luft? Als du meintest, du hast Freunde enttäuscht, meintest du Rogue? Rogue, Alt, Carrie, Santiago. Noch ist es nicht zu spät, zumindest mit Rogue. Ich kann doch nicht so tun, als wäre es wie früher. Nach 50 Jahren einfach in ihr Leben zu treten. Tja. Die Smasher-Sache geht dir echt nahe. So kann das nicht enden. Ja, du hast recht. Sie war komisch. Definitiv, ja. Rede mit ihr. Naja, ich hatte ihr von der Ewigkeit versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Hm. Gute Idee. Dann laden wir sie ins Kino. Fragst du sie für mich? Ob sie Lust hätte? Aber du müsstest die Kontrolle aufgeben. Wieder mal. Ah.
Ich weiß, wo das endet, aber no risk, no fun, komm. Ja, ich rufe ihn. Gib ihm seinen Seelenfrieden. Okay. Zischen wir ab. Hier gibt's eh nichts zu sehen. Wohl wahr. War es trotzdem wert, herzukommen? Absolut. Danke, V. Bin heilfroh, dass ich in deiner Matschbirne gelandet bin. Hier sieht man auch wirklich gar nichts, ne? Da ist hier irgendwas. Da steht nur No Future, aber da steht sonst nichts. Das ist einfach nur da. Treff dich mit Hanako. Nee, nicht mit Hanako treffen. Blistering, ruf Rock an und lade sie auf ein Date ein. Könnten wir natürlich direkt im Anschluss machen. Mache ich auch gleich. Ich muss erst mal gucken, wo das Auto ist. Wo habe ich noch gleich geparkt? Scheiße. Hä? Habe ich nicht hier geparkt? Wo habe ich geparkt, verfluchte? Da steht hier irgendwas von... Aber sonst kein Hinweis, ne? Dass der Johnny irgendwo liegt hier. Ich hab ihn einfach irgendwo verscharrt. Wo bin ich bitte längst gefahren? Oder wir versuchen das mal anders. Ah, guck mal, wir haben ihn ja auch. Okay, sehr schön. Da ist er. Okay. Freunde der Sonne. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich werde in der nächsten Folge werde ich Rogue anrufen und sie auf ein Date einladen. Und genauso eine Zeitverschwendung, bitte was? Ach Quatsch. Und dann müssen wir noch die Mission machen, auf jeden Fall mit Judy. Dann müssen wir noch die Mission machen mit Panam. Und dann ja, müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Was wir dann an der Mission haben. Vielleicht machen wir nochmal die anderen Nebenmissionen oder den einen oder anderen Auftrag. Müssen wir mal sehen, was wir da uns so ein bisschen zurecht spielen. Und dann spielen wir Last But Not Least nachher irgendwann mal die Mission mit Hanako. Da wird es nochmal ordentlich abgehen. Und ja, schauen wir mal. Na, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Lassen wir es auf uns zukommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Cyberpunk 2077. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.